Und ja. Boom, Leute, herzlich willkommen zum ersten Teil Koblenzer Fragerunde. Was das gibt mit den heftigsten Fragen hier aus Koblenz, werden wir mal jetzt gleich sehen und let's go! Servus, grüße Sie. Haben Sie kurz Zeit für ein Interview? Nee. Ich suche den besten Döner hier in Koblenz. Nee, ich habe keinen leider. Wir sind live. Wir sind live. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe leider keinen. Hör doch auf hier. Ey, hör. So, grüß dich mal, Bester. Dein Name, willst du mal kurz vorstellen? Colin V. Colin? Ja. Colin V. Achso, okay. Ja, wir suchen hier in Koblenz tatsächlich den besten Döner, den du jemals gegessen hast und wo du jederzeit wieder hingehen würdest. Hast du da einen Empfehler für uns? Ich kann den Tanor sehr empfehlen. Wo ist der? Der ist direkt hier die Straße runter. Das ist der neben, neben dem Höhlenrestaurant. Ach so, okay. Also Tandoori oder so heißt das, habe ich gelesen. Ne? Kann das sein? Tanor. Also Tanor, okay. Tanor. Also das ist so dein Favorit, wo du sagen würdest, jederzeit wieder? Ja, okay. Definitiv. Würdest du lieber auf Kuchen sitzen und Schwanz essen oder auf Schwanz sitzen und Kuchen essen? Das Erste. Das Erste? Warum? Keine Ahnung. Was sind wir? Die Grünen. Die Grünen, ja. Vergiss es. B. Die Grünen sind, die sind scheiße. Ah! Hast du was getrunken oder was? Können wir kurz ein Interview machen? Nein, wir fahren jetzt. Was sagen Sie denn, wen sollten wir denn sonst wählen, wenn nicht die Grünen? Hallo! Die CDU? Die CDU oder? Sagen Sie doch mal, hallo! Hallo! Wir wollen Sie als Interview haben! Sagen Sie doch mal jetzt hier! Hallo! Amsterdam! Ah, for some weed, yes, I understand. Smoke weed, yeah, every day. Ja, ja, okay, okay. He's a cameraman. Yeah, and he also. He's drunking. Yeah? He drinks yeah. 20 beer or something like that. Yeah. Good for him. I don't know, man. I can do that. You want to kick in his ex? No. No, I mean, the question is only, you want to sit on a cock and eat cake, or you want to sit on cake and eat cock? Either is fine with me. And you? You understand the question? Yeah, yes? Yeah, I got it. I'd rather sit on and eat cake. You want to sit on and eat cake? Yeah. Okay. Thank you, guys, thank you. Du heißt? Sale. Okay, du? Janis. Mo. Mo, was ist denn der Sinn des Lebens eurer Meinung nach? Ja, fangen Sie mit dem an. Oder was? Fuck, da haben wir. Fangen wir hier mit Mo. Sinn des Lebens. Also dein Sinn, warum du denkst, dass du hier bist, was dein Sinn ist im Leben? Ich glaube, dieses Leben ist ein Test, dass wenn wir sterben, einfach so, dass wir entweder Paradies oder Hölle gehen. Dieses Leben ist für mich ein Test, einfach so. Okay. Aber ja, so, ich versuche in meinem Leben einfach Spaß zu haben, ja, und einfach gut zu leben, so, und von schlechten Sachen wegzugehen. Und das war's, okay. Keine Ahnung. Sagst du das auch? Auf jeden Fall. 1:1? 1:1. Sagst du dasselbe oder hast du andere Ansichten? Ja, also, ja, wir sind auf der Erde so, wir wurden geboren, um Allah zu dienen, also Gott. Folgt mir auf Insta! Und ja, warte ab, was mit dem. So. Und ja, also, wir müssen beten, wir müssen die Religion befolgen, da ganz wichtig, Religion. Okay. Ja, freut mich. Darf von euch mal was interviewen? Um was geht's denn? Ja, allgemein. Allgemeine Fragen. Hast du das drauf gehen, da hinten? Alles klar. Also ihr seid hört auf, meinen Arsch zu filmen jetzt. Nee, dein Arsch will ja gar keiner filmen. Mein Arsch will zensiert werden. Ja. Kommst du hier aus der Gegend oder was? Ja, komm. 2-3 Fragen. Bitte. Okay, wo geht ihr denn jetzt was essen? Warte, die Kamera? Ja, jetzt. Ja. L'Osteria. L'Osteria. Wo gibt's denn? Für was filmt ihr denn hier, Alter? Ja, einfach so, ne? Mal ein bisschen. Einfach so? Ja, einfach mal so. Für Koblenz? Ja, natürlich. Okay. Also ich weiß nicht, ob du kennst du dieses Koblenzer Schengel-Center? Ja. Das habe ich berühmt gemacht. Kennst du die Videos mit der Rampe? Nee. Wo die Autos die Rampe nicht hochkommen. Das war, ach so, Medien, das bin ich, genau, richtig. Okay, nice, stark. Ja, jetzt haben die sogar die Rampe geändert. Deswegen. Richtig, nur wegen mir. Sehr stark, ja. Alter. Ich küsse deinen Schwanz, dankeschön. Ja, ihr küsst meinen Schwanz, habt ihr gehört. Also eigentlich eine Frage vom Kameramann soll ich dir stellen. Wie oft gehst du am Tag scheißen? Boah, Digga, die letzten Tage hardcore. Weil ja, ich hatte, also frag Jam, Digga. Ich hatte mies Dünni auf jeden Fall. Also die letzten Tage... So 6-mal am Tag, Bro, das war schon sehr schlimm, ja. Aber eher fest oder eher so weich? Ja, eher schon flüssig, ja, das war hart. Wir warten eigentlich noch alle auf deine 7 vs. Wild-Bewerbung. Warum ist die nicht gekommen? Die kommt noch.
Nächstes Jahr hoffentlich. Nächstes Jahr? Ja, nächstes mit Jahr. Mit ihm oder was? Mit Jam, Digga, das wäre ein krasses Duo auf jeden Fall. 100. Sollen wir euch da reinholen? Gerne, wenn ihr das hinkriegt, ja. Alles klar, wir warten auf dein Video. Ansonsten, wie gesagt, schönen Tag noch. Hat mich gefreut, mein Bester. Spiegel, danke. Alles klar, hier, ich wünsche euch was, ne? Ciao, ne? Hast du einen wunderschönen Anmachspruch, womit wir jede Frau ergattern können? Das kommt drauf an, wie du sie ergattern willst und was du machen willst. Schon im Positiven. Also im positiven Sinne. Wir haben letztens drüber gesprochen. Ich bin zwar kein Magier, aber in der Kiste kann ich dich trotzdem zerlegen. Oh, 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 oh. War der gut da hinten oder nicht so gut? Nicht so gut. Hast du noch einen besseren? Noch einen besseren? Der war ja... Oh. Nee. Was ist denn eurer Meinung nach das Schlimmste oder das Beste? Müsst ihr jetzt nicht darauf antworten, nur wenn ihr Bock habt, was euch im Leben schon mal passiert ist. Ich wurde einmal totgeschrieben. Wie totgeschrieben? Ich habe eine Operation gemacht. Acht Stunden lang bin ich aufgewacht. Und ohne Scheiß jetzt. Ich wurde totgeschrieben, so tot. Ehrlich und so. Jetzt? Ja. Und dann bin ich doch, Alhamdulillah, aufgewacht, weil Allah wollte. Und ja. Krass. Und da habt ihr kurz eine Sekunde. Wir suchen den besten Döner in Koblenz. Wir sind nicht aus Koblenz. Aber wo kann man denn hier gut essen gehen? Hier vorne um die Ecke. Wir fragen für TV Total. Das suchen wir gerade. Echt? Ja, sicher. Bei Mutti daheim vielleicht. Wo? Bei der Mutti zu Hause. Die kann doch immer gut kochen.